zur neuen Ausgabe von 7 Meter und wir wollten es uns natürlich nicht nehmen lassen, euch vom Rewe Final Four in Hamburg zu begrüßen. Hinter mir in der Barclaycard Arena wurde vor knapp 4 Monaten noch die deutsche Handballnationalmannschaft gefeiert und mit dabei, zwar im norwegischen Team, waren auch 3 Spieler von GWD Minden und mit denen waren wir unterwegs. 3 Vize-Weltmeister, 3 Wikinger, 3-mal GWD Minden. Die Norweger Magnus Gyllerud, Espen Christensen und Kevin Gulliksen holten bei der WM 2019 Silber für ihr Land. Ein Land, das sie uns heute von seiner kulinarischen Seite vorstellen wollen. Waffeln, eine Spezialität im hohen Norden. Und weil echte Norweger eigentlich mehr draußen als drinnen sind, gibt's die Leckerei gebacken über dem Feuer. Das ist wirklich typisch norwegisch, auf jeden Fall draußen zu sein, weil wir haben solch ein schönes Land. Ich glaube, mehr im Winter ist normal für uns, dass wir Ski fahren und dann mit einem Grill und vielleicht einen Wurst dabei haben. Teamwork wird bei den Wikingern großgeschrieben. Die Arbeitsteilung zwischen dem Torwart, dem Kreisläufer und dem Rechtsaußen funktioniert. Das Ergebnis kann sich sehen und vor allem schmecken lassen. Aus dem Grünen geht es für die Profis aber schnell wieder in die Halle. Ihr Blick ist schon wieder nach vorne gerichtet, denn 2020 steht die Heim-EM an. Mit voller Konzentration schuften die 3 im Training von GWD die Ziele mit der Nationalmannschaft aber immer im Hinterkopf. Es ist Medaille, Gold, immer. Ich hoffe, dass wir für unsere Zuschauer gut spielen können und auch noch noch ein Halbfinale kommen. Und würde geil, wenn wir gegen Deutschland noch mal spielen. Of course I want to be a part of it. Natürlich will ich ein Teil der Mannschaft sein und einen besseren Job machen. Ich will eine größere Rolle im Team spielen und mehr Spielanteile bekommen. Jetzt aber erst einmal Bundesliga-Endspurt. Denn wer sich hier beweist, macht auch für das Nationalteam auf sich aufmerksam. Der Positionskampf in der DKB-Handball-Bundesliga ist hart. Doch gemeinsam mit ihren Teamkollegen haben sich die Norweger einen Platz im gesicherten Mittelfeld erkämpft. Darauf lässt sich für die Zukunft aufbauen. Hoch hinaus, das wollten sie alle, die Teams beim Rewe Final Four. Und weit nach oben ging es zuletzt auch in Ludwigshafen für mich und für den Trainer der Eulen Ludwigshafen, Ben Matschke, bei seinem Gipfelsturm. Zuerst ein 2. Weltkriegsbunker, danach ein Wasserturm und jetzt angesagte Event-Location in Ludwigshafen. Der Kulturm, und den schaue ich mir heute gemeinsam mit dem Trainer der Eulen mal an. Und da ist er, Ben Matschke, 36 Jahre alt, zweifacher Familienvater und Identifikationsfigur bei den Eulen Ludwigshafen. In den letzten 4 Jahren hat er sich zu einem jungen, aufstrebenden Trainergesicht in der DKB-Handball-Bundesliga entwickelt. Mit den Eulen feierte Matschke im vergangenen Jahr zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Klassenerhalt in Liga 1. Ein Ziel, welches er auch in dieser Saison erreichen will, aber dazu später mehr. Denn jetzt erstmal die Frage. Sagt man zu dir eigentlich Benjamin, Benny oder Ben? Es hat sich tatsächlich jetzt so in unterschiedlichen Situationen einfach herauskristallisiert. In der Schule in Schwetzingen sagen sie alle Ben, so war das dann hier in der Region in Ludwigshafen auch so. In meiner Stuttgarter Zeit war es dann Benny. Okay. Und Benjamin tatsächlich nur meine Oma. Ja gut, dann ist das schon mal raus. Ja. Das wäre geklärt. Neben seinem Beruf als Handballtrainer ist Ben Matschke auch noch 12 Stunden in der Woche Lehrer für BWL und Sport. Er sieht den Zweitjob auch als Ausgleich zum stressigen Liga-Alltag. Und bist du als Lehrer strenger oder als Trainer? Ich bin definitiv ein anderer Lehrer als Trainer. Nee, in der Halle bin ich schon strenger und ist eine andere Hierarchie als in der Schule, definitiv. Seine Philosophie als Trainer hat allerdings nichts mit besonderer Strenge zu tun. Ich liebe die Kommunikation. Das heißt, ganz vielen Spielern, eigentlich fast mit allen, versuche ich indirekt in der Woche ein kleines Gespräch zu haben, um sie wieder auszurichten, egal wie das Spiel war, egal wie gut sie drauf sind. Ich denke, das ist eigentlich so das Hauptsächliche, was mich vielleicht auszeichnet. Schon als Aktiver war der Rückraumspieler Ben Matschke bei den Eulen, feierte mit ihnen 2010 als Kapitän die Zweitligameisterschaft und den ersten Aufstieg des Vereins in die erste Liga. Doch seine Karriere endete früher als erhofft. Fehlt dir Handballspielen? Ja, ich muss schon sagen, ich war mit 30 da mit dem doppelten Kreuzbandriss innerhalb von 9 Monaten, war ich hat schon gedauert, da war ich schon am Boden, weil es einfach 10 Jahre lang auf dem zweiten Liga, erste Liga dein Leben geprägt hat, dein Tagesablauf. Und
Als Spieler beendet man sehr gerne seine Karriere selbst und klar, das habe ich nicht machen können. Dass es jetzt so als Trainer klappt, dass ich so schnell, jetzt bin ich 5 Jahre Trainer, jetzt zweite Jahr erste Liga, dass ich jetzt das so auf dem Niveau weitermachen kann, das finde ich ein maximales Privileg und das ist schon toll. Was sind deine persönlichen sportlichen Ziele als Trainer? Gibt es große Ziele, die du hast? Ja, ich möchte mich in der Bundesliga etablieren. Ich möchte bereit sehr, sehr großen Aufwand für diesen Job und möchte einfach Bundesliga-Trainer sein. Und das am liebsten in Ludwigshafen. Deswegen heißt es jetzt noch einmal Vollgas im Saisonendspurt. Heute gibt der Teilzeitlehrer mal keine Unterschrift auf einen Klausurbogen, sondern auf unseren Gipfelstürmerball. Und den wirft Ben jetzt weiter. Bleibt gespannt, wohin es als nächstes geht. Saisonendspurt heißt auch Endspurt in unserer Club-Challenge. Noch 4 Teams haben die Chance, sich an der HSG Wetzlar vorbei an die Tabellenspitze zu schieben. Und einer davon ist der HC Erlangen. High five! Leider 0 Treffer. Ihr hattet eigentlich 5 geplant. Was war da los? Also wir haben uns nicht an den Gameplan gehalten, würde ich sagen. Und ja, wir hatten ja den Notfallplan, dass wir, selbst wenn wir nichts treffen, wenigstens die schnellsten sind. Ich glaube, nicht mal das haben wir hinbekommen. Naja. An der Tabellenspitze bleibt es wie gehabt. Die HSG Wetzlar führt weiterhin vor dem VfL Gummersbach. Ein kleines Trostpflaster für Christopher Bissel und Benedikt Kellner. Die schnellsten waren sie zwar nicht, ihre Zeit reicht aber, um sich vor dem deutschen Meister, den Rhein-Neckar-Löwen, einzureihen. Und auch heute darf unser Pixum-Foto der Woche nicht fehlen. Und das ist bei der E-Game-Premiere in der Kasseler Rotenbachhalle entstanden. Die MT Melsungen veranstaltete als erster Handball-Bundesligist die MT Legends, bei der sich die Melsunger Heimspielstätte in einen riesigen Technikpark verwandelte. Natürlich durften da auch die Stars des Gastgebers nicht fehlen. Julius Kühn, der unter der Woche seinen Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängerte, hatte sichtlich Spaß an der Aktion. Was sagt ihr zum Thema E-Game und Handball? Schickt uns eure Meinung an online@dkb-handball-bundesliga.de. Und es geht weiter in der DKB Handball Bundesliga. Wer am Osterwochenende aufeinander trifft und wie der aktuelle Stand in der Tabelle ist, das erfahrt ihr jetzt. Die SG Flensburg-Handewitt geht als Tabellenführer in den Saisonendspurt. Dahinter lauert der frisch gebackene DHB-Pokalsieger THW Kiel, der SC Magdeburg und die Rhein-Neckar-Löwen. Am Tabellenende bleibt es beim spannenden Dreikampf um den Klassenerhalt zwischen den Teams aus Gummersbach, Bietigheim und Ludwigshafen. Handball live im Free-TV. Am Ostersonntag überträgt die ARD das Topspiel zwischen den Rhein-Neckar-Löwen und der SG Flensburg-Handewitt live ab 16.25 Uhr. Diese Partie und alle anderen Duelle des Spieltages gibt es wie immer auch live auf Sky. Alle Partien der zweiten Liga zeigt handball-deutschland.tv ebenfalls live. Und damit verabschieden wir uns aus Hamburg und sehen uns wieder am 1. Mai zur nächsten Ausgabe von 7 Meter, dann wieder in gewohnter Umgebung in unserem Studio. Bis dahin, macht's gut.